Leute, wir müssen reden. Ich habe mal wieder ein paar News für euch parat. Alles, was aus dem Bereich Entertainment, Trash und so weiter kommt, habe ich euch in diesem Video zusammengefasst. Zuallererst Standing Ovation, please stand up. Wir gratulieren Paco und Bianca zum Gewinn von Love Island. Lange sah es eigentlich nicht so aus, dass die beiden dieses Ding für sich nach Hause holen. Die meisten Zuschauer haben gedacht, dass Greta und Finn das Ding rocken werden und auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen, aber no. Am Ende konnten Bianca und Paco, vor allem Paco muss man hier sagen, der sich vom unscheinbaren, tätowierten Soldaten zu einem Publikumsmagnet bzw. zum Liebling aller Zuschauer gemausert hatte. Deswegen Respekt an dieser Stelle. Und ja, die beiden haben gewonnen, haben sich das Geld dann auch geteilt. Am Ende von Love Island kann man ja entscheiden, wenn man den Umschlag in den Händen hält, ob man das Geld für sich behalten will, also 50.000 Euro, es geht hier um 50.000 Euro. Und Bianca, die diesen Umschlag mit dem Geld hatte, hat dann natürlich gesagt, was soll sie auch machen, sind wir mal ehrlich, diesen Shitstorm willst du nicht riskieren, hat dann gesagt, okay Paco, komm, wir werden das Ganze teilen. Und ja, das war aber auch zu erwarten. Dann noch eine traurige News bezüglich Love Island. Jana Ina, die Moderatorin von Love Island, die seit 5 Jahren in Paillettenkleidern die Paarungszeremonie übernimmt, hört auf. Warum? Ist das so ein Dieter Bohlen-Ding und RTL 2 möchte die Sendergesichter refreshen? Nein, hierbei geht es nur um die Familie. Sie möchte einfach mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wer wird eurer Meinung die Show, die im September schon wieder mit einer neuen Staffel startet, moderieren? Wen haben wir denn da? Auf jeden Fall Melissa, also die Ex-Bachelorette. Dann natürlich die neue Moderatorin von Temptation Island, Lola Weipert. Da versucht RTL, die gerade auch mehr als Sendergesicht zu pushen und wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Dann haben wir Sophia Tomalla, die ja auch die ein oder andere Sendung, ich glaube You're the One, moderiert, bin ich mir gerade nicht sicher, aber irgendein Reality-Format macht sie gerade. Und wir hätten dann noch Kathi Hummels. Wen hat RTL noch im Petto? An wen müsst ihr denken? Wer hat die besten Chancen auf den Titel der Moderatorin von Love Island? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Von Jana Ina geht es jetzt zur Freundin des Bruders ihres Mannes. What the hell, was für eine Brücke. Es geht um eine Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Die heißt Romina Palm und ist die Freundin vom Bruder von Giovanni Zarella. So schließt sich der Kreis. Sie hat in einem aktuellen YouTube-Video ein bisschen über die Geschehnisse hinter den Kulissen bei Germany's Next Topmodel erzählt. Sie gehört aktuell noch zu den Teilnehmerinnen und sie hat sehr, sehr gute Chancen, auch ins Finale zu kommen. Und zwar sagt sie vor allem, weil viele Leute ja immer sagen, das Ganze wäre gescriptet und sie sagt, nein, es gibt hier kein Drehbuch. Die Leute können eigentlich machen, was sie wollen. Natürlich haben sie ihre Shootings, natürlich gibt es Zickereien, aber ein Drehbuch, ein Skript gibt es nicht. Sie meinte aber auch, es gibt Rollen, in die sozusagen die Mädchen gepresst werden, weil sie sich aber selbst in diese Rollen pressen. Wenn du besonders extrovertiert bist, dann kriegst du halt diesen Stempel auf jeden Fall von der Sendung aufgedrückt, aber das ist dann dein Ding. Wenn du die zurückhaltende, schüchterne bist, dann wird das natürlich auch so in der Sendung dargestellt. Das heißt, Skript gibt es nicht. Sie können eigentlich machen, was sie wollen. Gerade wenn es ums Essen geht, sagt sie, sie hätte 5 Kilo in dieser Zeit zugenommen. Und nein, es wird hier niemand kontrolliert, was gegessen wird, wie viel man isst. Das können die Mädels einfach so für sich machen. Dann spricht sie ein bisschen über die Rolle von Heidi Klum. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Corona-bedingt haben sie natürlich nicht so den engen Bezug. Sie meint, Heidi ist ein sehr liebevoller Mensch. Aber Leute, was soll sie auch sagen? Sie ist gerade noch im Cast, sie ist Teilnehmerin. Sie kann da jetzt nicht haten. Sie möchte ja auch irgendwie weiterkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann seid so nett, abonniert meinen Channel. Ich sag wie immer, ciao.